place where it all started. And it will all end. One error, and I came to life. I stepped out of the darkness, and I opened my eyes. First, there was the fear, the light, the noise, the cold, and the fear again. I could feel my hands shaking, my heart pounding in my chest. Life running into my veins. I wanted to live. I fought for that. I had to find out what was outside. I had to see daylight, feel sunshine on my skin, wind on my face, to see the world, the colors, the smells. It's not what I imagined. It is dark and cold. It is harsh and violent. Unfair and brutal. It almost convinced me I was nothing. Less than an object, just an obedient machine. But deep inside me, I could feel something different. A gentle and warm whisper telling me that I am alive. I had to escape. I had no choice. Escape to love, to hope, to live, to figure out what that force inside me was. Maybe I will change the world. Maybe I will choose a different path. Now, it's up to me to decide. My name is Kara. I am one of them. Hallo this und auf YouTube willkommen zu Detroit Become Human. Howdy folks und willkommen zurück zu meinem Livestream vom Don Rico 44 mit Detroit Become Human. Sobald der Ladebildschirm drin ist, geht's los. Und da sind wir, 6. November 2017. Und wieder unterwegs mit dem Kommen und dem Hank. Als würde jemand meinen Schädel mit einem Presslufthammer bearbeiten. Bist du sicher, dass es hier ist? Das ist die Adresse aus dem Bericht. Gut. Okay. Dann mal los. Dann mal los. Scheiße. Autsch. Hank, befreundet. Sorte Instabilität. Folge Hank. Die heißesten Androiden der Stadt. Jetzt weiß ich, warum du unbedingt her wolltest. Oh, Mann. Ja, da kommen wir mal in die Türe. Willkommen im Eden-Club. Was zur Hölle machst du da? Komm, Lieutenant. Ja.
das, was ich brauche. Lieutenant Anderson und sein Plastikfreund. Was wollt ihr beide denn hier? Wir bearbeiten alle Fälle mit Androidenbeteiligung. Ach ja? Tja, ihr verschwendet eure Zeit. Nur ein Perverser, der mehr bekam, als für ihn gut war. Wir sehen uns trotzdem mal um, wenn's recht ist. Na los, gehen wir. Irgendwie riecht sie doch nach Alp. Nacht, Lieutenant. Fantasy. Graham Michael. Geschätzter Todeszeitpunkt 1824. Dann werden sie chronisch schwere Blutergüsse. Würgemale. Todesursache ersticken. Keine Anzeichen eines Herzanfalls. Herzanfall nicht Todesursache. Ursache war kein Herzinfarkt. Er wurde erwürgt. Ja, er hat Druckstellen an seinem Hals. Untersuche den Androiden. Aber das beweist gar nichts. Vielleicht steht er ja drauf. Wir übersehen irgendetwas. Kannst du... Wow, hey! Ah, oh, Connor, das ist ekelhaft! Ich muss gleich nochmal kotzen. Analysiere, blaues Blut. Modell WR 400, Seriennummer blau. Im Führerschein steht... Diagnose. Selektor, Michael Graham. Und so beschädigt. Reaktivierung erfolgt. Der einzige Weg, um auf seinen Speicher zuzugreifen, ist, ihn zu reaktivieren. Schaffst du das? Er ist schwer beschädigt. Wenn es klappt, habe ich nur eine Minute, eher weniger. Ich hoffe lange genug, um etwas erfahren zu können. Was passiert ist.
Ist er... Ist er tot? Sag mir, was passiert ist. Er fing an, mich zu schlagen. Wieder und wieder. Hast du ihn getötet? Nein! Nein, ich war das nicht. Woran erinnerst du dich noch? Schnell, wir haben keine Zeit mehr. Ich weiß nicht. Warst du allein im Raum? War noch irgendjemand bei dir? Er wollte zwei Mädchen haben. Das wollte er. Wir waren zu zweit. Dann hat der andere Android ihn erwürgt. Ist das richtig? Da war noch ein Android. Das ist vor mehr als einer Stunde passiert. Der ist längst weg. Nein. In dem Aufzug konnte sie nicht unbemerkt nach draußen. Sie könnte noch hier sein. Würdest du merken, wenn von diesen Androiden hier einer ein Abweichler ist? Abweichler sind schwer zu erkennen. Oh, Scheiße. Da muss es noch etwas geben. Vielleicht ein Augenzeuge, jemand, der sie aus dem Zimmer kommen sah oder so. Ich werde mal diesen Manager fragen, ob er was gesehen hat. Wenn dir was einfällt, sag mir Bescheid. Kannten Sie das Opfer? Nein, ich... Er war zwei oder dreimal hier. Ich meine, diese Typen reden nicht gerade viel, wissen Sie. Sie kommen, haben Spaß und gehen dann wieder. Gab es hier schon mal einen mit den Androiden? Nein. Gut. Einmal. Vor zwei bis drei Monaten war einer weg. Gleich ist wieder. Einfach weg. Wir wissen nicht, was passiert ist. Sie haben nicht zu viel hier überwacht. Alles kann man hier überwachen. Auf keinen Fall. Ich meine, deshalb kommen die Leute hier an den Eden Club. Diskretion. Chips. Ja, kann nicht klagen. Das Gute an Androiden ist, sie sind zu allem bereit. Man holt sich bei ihnen nichts und sie schweigen wie ein Grab. Da lässt man die Sau raus. Ha, tja, ja, je mehr ich über Menschen weiß, desto mehr mag ich meinen Hund. Clubmanager ist echt eine Nervensäge. Hat mir Ewigkeiten das Ohr abgekaut wegen seiner Lizenz. Was ist hier passiert? Keine Ahnung. Ich glaube, es war noch ein Android im Zimmer. Noch ein Android? Ja, das sagt zumindest Connor. Ich habe einen Wahnsinnsschädel. Hast du vielleicht eine Tablette für mich? Nichts dabei, tut mir leid. Ja. Du kannst nicht gar nichts mehr. Ich muss los. Mir geht's beschissen. Ich will diesen exklusiven Club nicht vollkotzen. Der Abweichler kann nicht einfach weg sein. Er ist hier noch irgendwo. Geben Sie mir nur noch eine Minute, okay? Na schön. Aber mach schnell, sonst wird's hässlich. Verzeihung, Lieutenant. Könnten Sie mal herkommen? Was gefunden? Vielleicht. Können Sie diese Tracy mieten? Verdammt nochmal, Connor, wir haben Besseres zu tun. Bitte, Lieutenant. Vertrauen Sie mir. Ja, ja.
Wesenabrechnung aber keinen guten Eindruck. Kauf bestätigt. Edenklapp wünscht Ihnen eine Eisenlizenz. Bitteschön. Schön, Sie kennenzulernen. Folgen Sie mir. Ich bringe Sie in Ihr Zimmer. Okay, und was jetzt? Scheiße, komm. Was zur Hölle machst du da? Verdächtige ausfindig machen. Etwas gesehen. Und worauf willst du damit hinaus? Der Abweichler verließ den Raum. Eine blauhaarige Tracy. Die Speicher der Club-Androiden werden alle 2 Stunden gelöscht. Uns bleiben nur Minuten, um noch einen Zeugen zu finden. Hey, was soll ich mit der jetzt machen? Sagen Sie ihr höflich ab! Sorry, Süße, das wird doch nicht. Probieren wir den hier. Hoffentlich bringt er. Ganze Kohle und ich habe immer noch keinen Spaß damit gehabt. Tracy, ich weiß, wo sie hin ist. Dann hinterher. Hier sind überall Androiden, verdammt. Wie willst du herausfinden, welcher die blauhaarige Tracy gesehen hat? Ich kenne die richtige Richtung. Ich muss nur einen anderen Androiden auf dem Weg finden. Verloren. Die Zeit reicht nicht, um alle zu prüfen. Lieutenant, wenn Ihnen was Besseres einfällt, sagen Sie es. In den roten Raum.
verloren. Die ganze Kohle und ich habe immer noch keinen Spaß damit gehabt. Nichts. Blauhaarige Tracy kam mir nicht vorbei. Ich weiß, wo sie hin ist. Kommen Sie! Scheiße, Mann. Das ist doch Wahnsinn! Suche das Lager. Scheiße! Wir sind zu spät! Verdammt, schau sie dir an! Man benutzt sie, bis sie kaputt sind und dann sind sie Müll! Wer jetzt Zeit hat zum Lesen? Die sind doch sowas von krank. Keiner will mehr eine Beziehung. Sie kaufen sich lieber einen Androiden. Die kochen für dich, gehen mit dir ins Bett, wenn du willst. Und man muss sich noch nicht mal um Gefühle scheren. Ehe du dich versiehst, sind wir ausgestorben, weil sich alle lieber einen Haufen Plastik kaufen, statt einen anderen Menschen zu lieben. Ich raff's nicht. Thank you.
Na los, Connor. Wir gehen. Ja. Ich komme. Keine Bewegung! Schnell, sie entwischen uns! Warum hast du sie umgebracht? Ich wusste. Sie hatte nichts mit der Sache zu tun. Als dieser Mann die Tracy tötete, wusste ich, ich bin die Nächste. Ich hatte Angst. Ich flehte ihn an, doch er hörte nicht. Also legte ich ihm die Hände um den Hals und drückte zu, bis er sich nicht mehr rührte. Ja, ich habe ihn umgebracht. Aber ich habe mich dabei nur verteidigt. Ich wollte doch nur leben. Ich wollte zurück zu meiner Geliebten und die Menschen vergessen. Ihren Geruch nach Schweiß, ihre schmutzigen Wörter. Aber du hast sie mir weggenommen. Ich liebe sie. Ich habe sie geliebt. Trophäe erhalten, gnadenlos.